Was für eine starke Leistung. Unser FCA bleibt auch gegen den Tabellendritten aus Mannheim unbesiegt und ist nun das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen. Und es fängt auch gleich gut an. Wir springen in die 16. Minute. Mannheim mit diesem katastrophalen Rückpass. Nikolai Groß steht goldrichtig und schiebt ihn locker ins leere Tor ein. Stark umkurvt er hier den Torwart. Sein schon 7. Tor in der laufenden Spielzeit. Mannheim aber nach diesem Treffer nun im Chancenplus. Pass in die Spitze zu Nikolas Hebisch und er lupft ihn hier locker über den Torwart. Pfosten! Glück für unseren FCA in dieser Situation. Nächster Angriff von Waldhof, kurz ausgeführter Freistoß, da geht es schnell und wieder Pfosten. Ja, was ist denn hier los? Zum zweiten Mal in Folge geht der Ball ans Aluminium. Dann, kurz vor dem Pausenpfiff, Ecke für unseren FCA. Schuss und Weckesser fälscht ihn dann glücklich ab, der Ball ist drin. Aber das Schiedsrichtergespann entscheidet hier auf Abseits. Was für eine Chance, das hätte das 2-0 bedeuten können. Doch stattdessen kommt der SVW nochmals auf der Gegenseite zur Ecke. Nikolas Hebisch steigt am höchsten und eiskalt netzt er ihn ein. Der Ausgleich zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt. Mit einem Unentschieden geht es also hier in die Halbzeitpause. Rein in die zweite Hälfte, Eckball für Mannheim. Unser FC Astoria kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Da gibt's Gewusel im Strafraum und Schuster schaltet dann am schnellsten. Doch der Ball fliegt knapp über das Tor. Wir springen in die 72. Spielminute. Langer Ball hier von Waldorf. Karl legt auf und da zieht Timo Kern einfach mal ab. Was für ein Schuss! Der schlägt genau im langen Eck ein. Nichts zu machen hier für den Keeper. Unser FCA geht in Führung. Und wie reagieren nun die Mannheimer? Die bleiben konzentriert, kombinieren sich hier gut durch. Flache Flanke ins Zentrum. Dabei fliegt ein Freund und Feind vorbei. Das war richtig eng. So bleibt es aber vorerst beim 1:2. Wir sind nun schon in den letzten Minuten des Spiels. Mannheim probiert nochmal alles. Flanke von links, genau auf den Kopf von Kevin Nennhuber. Der späte Ausgleich für die Mannheimer. Bitter, aber am Ende nicht ganz unverdient. So trennen sich Waldhof und der FCA mit 2:2 unentschieden. Aber dennoch eine gute Leistung unserer Jungs heute, an die man in den nächsten Wochen sicherlich anknüpfen kann. So bleiben wir auch im 5. Spiel in Folge ohne Niederlage. Da sagen wir, so kann's doch weitergehen. Ja, wenn wir hier auf dem Waldhof 2:2 spielen, sagt man normalerweise, wir haben alles richtig gemacht. Hier einen Punkt mitgenommen, ja, 2 geklaut. Ja, aber die Art und Weise, wie es dann zustande gekommen ist, ist traurig. Wir verteidigen da nicht richtig im 16er und das kostet uns einfach wieder 2 Punkte. Trotzdem eine kämpferisch gute Leistung von uns. Ja, wir hauen uns momentan rein. Wir sind gut eingestellt, stehen im Zentrum sehr, sehr gut. Und das trägt dann Früchte am Ende des Tages.